So, hallo Leute, ich möchte euch heute ein Messer vorstellen, was ja, so ein bisschen so ein Schattendasein führt. Ist auch ein Outdoor-Messer von der Firma Condor. Und ja, über dieses Messer sieht man relativ wenig. Dabei ist es eigentlich verdammt gut gemacht. Ich zeige euch das gute Stück mal. So ein Stück brauchen wir vielleicht nachher noch mal. Und zwar, da haben wir es. Ja, ganz normale Stecklederscheide, relativ unscheinbar, Gürtelschlaufe. Also mit dem dicken, ja, Leder von Condor, das kennt man alle schon. Und das gute Ding schleppe ich jetzt schon eine Weile mit mir rum. Und dann schauen wir es mal raus. Und ja, da haben wir es. Ich hoffe, man sieht es. Und zwar heißt das gute Ding Stratos. Wenn man jetzt hier mal schaut, wir haben also hier, da nichts Falsches sagen. Ein Skandi bzw. einen leichten Hohlschliff, vor allem hier im unteren Bereich. Das also dann, sage ich mal, die Schärfe relativ gut hält, ist sehr hochgezogen. Haben hier oben eine angedeutete zweite Schneide. Und wie man es jetzt hier schon, ich hoffe, man sieht so ein bisschen die Stärke von dem Messer. Ich hole jetzt mal hier den Zollstock, weil da zieht es einem wieder einen guten Schuh aus. Und zwar hat das gute Ding machen wir mal hier, gute 5 mm Klingenstärke, also wieder so richtiges Brecheisen und also wieder meine Schiene. Und ja, da muss man hier hin. Es hat einen sehr, sehr großen Griff. Also wenn man jetzt hier schaut, 9, 9,5, 10, 11, also alles kein Problem. Also auch für große Hände gut geeignet. Hat eine schöne kopflastige Klinge zum Hacken. Also da kann man schon fast so ein bisschen, ja, Kukri-mäßig ist jetzt. Und schneidet durch den Schliff, also wie die Sau. Jetzt hier so schaut, da geht richtig was weg. Obwohl ich ja eigentlich nicht, ja, so ein Hohlschliff-Fan bin. Und ist also, wie gesagt, ein richtiger Brecher. Ich finde, das ist eigentlich ein absolut top Outdoor- und vor allem auch Jagdmesser. Ich werde das jetzt mal so ein bisschen an, ja, nochmal Sau oder Rotwild mal ausprobieren. Also das bietet sich richtig an hier, dass man da praktisch zum Beispiel Schloss aufbricht, in die Gelenke reingeht. Man kann es auch, wie gesagt, wieder schön so nehmen. Also liegt wunderbar schön auf, sage ich jetzt mal, wenn man so damit arbeitet, und hat einfach eine wunderbar schöne bauchige Klinge. Oder zum Aus der Decke schlagen kann man schön hier mit diesem Bereich. Also das ist das, was mich eigentlich so fasziniert hat an dem Messer. Kann man wunderbar mit dieser, ja, schönen bauchigen Klinge arbeiten. Hinten auch, wie gesagt, wunderbar scharf. Kann man sich also wunderbar na, war jetzt ein bisschen zu fest. Also richtig schön so mit reinhebeln. Und halt wunderbar schön hinten nehmen, lang.
mit Hacken. Ist wieder ein Carbonstahl, aber halt, ich sage ja 5 mm, da hat man richtig was in der Hand und ist ein absolut super Jagd- und Outdoor-Messer. Führt ein bisschen so ein Außenseiter-Dasein. Man sieht es videotechnisch auch relativ selten und ja, ist aber in meinen Augen ein absolut unterschätztes Messer. Ja, man sieht jetzt hier, hat drei Messingnieten drin, hinten eine Hullniete, wenn man sich eine Schlaufe dran machen will, und eine ganz einfache, robuste Stecklederscheide, wo es ab, ja, hier sieht man es eh, schön reingeht. Man müsste die vielleicht noch mal ein bisschen nass machen und ein bisschen anpassen nochmal. Aber ich sage ja, bei dem Scheißwetter, da wird alles gleich immer so feucht und nass. Aber halten tut's drin. Es wackelt zwar ein bisschen, aber rausfallen tut's nicht und das ist die Hauptsache. Hier auch wieder Nieten unten gegen's Durchschneiden. Und ja, das ist einfach ein richtig schön brutal kräftiges Teil. Also das ist ein absolut top Jagd- und Outdoor-Messer. Und hier, wie gesagt, wenn es wäre, kann man auch mit irgendwas aufbrechen, ausnehmen, zustechen. Mit der zweiten angedeuteten Schneide. Also absolut. Und vor allem, ich sage, ich finde, die Spitze ist dermaßen bullig. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen einfangen. Also, man sieht auch hier, da geht es wirklich nur dieser kleine Bereich hier hoch. Und das müssen wir auch erstmal schaffen, da das abzubrechen. Also mit dem Bereich, da gehe ich in jedes Schloss von einem Wildschwein oder von einem Rotwild rein und habe da keine Angst, dass ich da irgendwas mache. Das setze ich so an und zack, und das kann man richtig schön reindrücken. Einzige, was dann natürlich eventuell sein kann, dass hier vorne ein bisschen was ist. Aber das könnte man dann auch wieder wegschleifen. Oder man nimmt die Rückseite hier und schlägt damit rein und bricht es erstmal. Also das ist sicherlich eine absolut geniale Geschichte. Ja, da ist es. Das Underdog-Messer von Condor, das Stratos. In Europa, Deutschland sieht man es relativ wenig. Aber absolutes geiles Ding. Ja, das war's. Vielen Dank, macht's es gut. Euer Waldläufer.